So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit The Crew 2 und der nächsten Disziplin aus dem Spiel und das ist jetzt Chat Sprint und Chat Sprint ist unter der Kategorie Freestyle und dort ist es so, dass man halt verschiedene Freestyle Sachen hat wie Monster Truck, Aerobatics und dann natürlich auch Chat Sprint und das sind so kleine schnelle Boote. Das ist so wie Go-Kart fahren, bloß auf dem Wasser. Also so würde ich es am besten beschreiben können. Und das ist ganz anders wie die ganz normalen Boote, die man fahren kann. Denn Jet Sprint ist wirklich sehr schnell. Also die Lenkungsbewegungen, die man mit den Fahrzeugen machen kann, sind wirklich sehr, sehr schnell und verdammt, verdammt, ja, am Anfang gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt mal, weil sie wirklich, ja, sehr schnell lenken und vor allem man kann sich dort ja schnell verfahren, einfach aus dem Grund, weil sie halt so unglaublich schnell reagieren. Auch hier ist es so, wenn man nach hinten den Stick zieht, dann wird man schneller und wenn man nach vorne den Stick drückt, dann kann man besser durch Kurven fahren. Also da sollte man wirklich darauf achten, dass man das ab und zu macht, um dann eben in den jeweiligen Zonen, wo man fährt, besser ist oder besser durchkommt. Vor allem auf der Geraden. Was auch noch natürlich auch hier nicht anders ist wie bei den Speedbooten, ist, dass wenn man in die gegnerische Gischt fährt oder zumindest in die Wellen der Gegner fährt, dann wird auch das Fahren ein bisschen schwieriger. Also da muss man aufpassen. Ihr seht, wenn ich reinfahre, dann wird mein Boot ziemlich unruhig und deswegen hat es mich jetzt hier auch rausgeworfen. Denn wenn man in diesen Bereich fährt, wo die Boote, wie gesagt, diese Gischt hinter sich herziehen oder zumindest das Wasser verwirbeln, da kann es dann schon sehr, ja, unkontrollierbar werden, sage ich jetzt mal. Es ist definitiv schwieriger damit zu lenken, als wenn man nicht in diesen Bereich fährt. Und die Strecken sind auch wirklich sehr knapp bemessen. Also es gibt viele Zonen, wo es einfach richtig eng wird, wie zum Beispiel hier. Da kann man natürlich viel besser abbremsen und auch hier ist dann immer wieder mal links oder rechts an der Seite sind dann gewisse Hindernisse, wo man dann vorbeifahren muss. Da muss man wirklich unglaublich drauf aufpassen. Es gibt dann öfter auch Zonen, wo man ganze Bootsstege umfahren muss. Also das ist nicht easy und bei der Geschwindigkeit, die man hier fährt manchmal, ist es auch nicht wirklich einfach, diesen Objekten dann auszuweichen, wenn man die nicht schnell genug sieht. Und es hilft meistens, wenn man in der Mitte ein bisschen bleibt, da die Linie zu halten in der Mitte. Denn da sind meistens die Dinge nicht, die sind immer rechts oder links am Streckenrand natürlich und die Sprünge, da sollte man auch, wenn man dann springt, weiterhin nach hinten ziehen, damit man bei der Landung sofort wieder schnell ist. Oh, jetzt hat es mich hier leider in die Ecke gehangen. Ich sag ja, weil es so schnell reagiert, jetzt muss ich mein Boot zurücksetzen. Und ich finde, wie gesagt, diese Events sehr cool, aber man muss sich da wirklich dran gewöhnen, weil sie eben, ja, weil es eben sehr schnell ist, die Lenkbewegungen sehr schnell, da muss man sich erstmal dran gewöhnen und es ist nicht einfach, sich da dran zu gewöhnen, weil es eben so verdammt schnell ist und die Strecken auch ziemlich gewöhnungsbedürftig sind nach der Zeit, denn die sind sehr verwinkelt oft, also es sind oft Situationen, wo man sehr enge Strecke hat und dann, wie gesagt, Hindernissen ausweichen muss, aber nach der Zeit geht es dann ganz gut. Und es wird natürlich dann später im Verlauf von dieser Chat-Sprint-Karriere wird es natürlich schwerer und auch die Strecken anspruchsvoller. Also da gibt es dann wirklich Strecken, wo es eigentlich nur ein Boot durchpasst und jeder Fehler bestraft wird. Da muss man dann schon richtig, richtig aufpassen und sich einfach dran gewöhnen. Meistens ist es dann auch so, wenn man das Rennen halt nicht schafft, dann fährt man es eben nochmal, um dann auch die Strecke ein bisschen auswendig zu lernen. Es ist öfter so in der Crew 2, dass man gewisse Strecken einfach dann öfter fährt und dann lernt man sie halt auswendig und weiß dann, an welcher Stelle was kommt. Die Strecken haben meistens einen ziemlich guten Wiedererkennungswert. Also man kann sich dann gut an den gewissen Dingen orientieren, die in der Strecke vorkommen und deswegen ist es dann im späteren Verlauf nicht wirklich ein großes Problem durchzukommen. Es kommt natürlich dann auch auf die Stufe eures Chat-Sprint-Bootes an. Am Anfang ist es natürlich schwierig dann durchzukommen, aber später wird es dann natürlich leichter, wenn man das Boot verbessert. Es gibt zwei verschiedene Varianten, wie man Chat Sprint fahren kann. Einmal natürlich die Rennen und dann gibt es noch gewisse Zeitrennen, die man fahren kann, wo man eine gewisse Zeit schlagen muss.
Dort gibt es natürlich verschiedene Abkürzungen, die man nehmen kann. Da muss man natürlich dann drauf schauen, dass man die eventuell sich sucht und dann auch nimmt. Und das hier ist jetzt eben so ein Rennen, wo man gegen die Zeit fährt und in einer bestimmten Zeit dieses Rennen schaffen muss. Und finde ich eigentlich ganz cool, auch wenn ich so Zeit-Challenges manchmal ein bisschen knapp bemessen finde, zumindest in manchen Games. In der Crew 2 geht es einigermaßen, aber in anderen Games sind diese Challenges meistens sehr, sehr knapp bemessen und da muss man dann schon fast perfekt fahren. Hier ist es so, hier geht es wirklich, also man kann sich schon Fehler erlauben und je nachdem, welche Stufe man natürlich hat mit dem Boot, geht es dann das ein oder andere Mal, wo, ja, den Weg zu verpassen oder so, wenn es mal passieren sollte, dann geht es. Oh, jetzt hat es sogar mich hier rausgeworfen, wie ich schon gesagt habe. Also sowas kann schon mal passieren und darf auch passieren, aber man sollte natürlich nicht jede Kurve rausfliegen, sondern ja, wenn es ein-, zweimal passiert, dann kann man es eigentlich immer noch schaffen. Und hier hat man halt den Vorteil, man hat nicht den Druck der Gegner, die hinter einem fahren oder die eventuell neben einem auftauchen und einen wegschubsen und so weiter. Also das hat man hier nicht. Und oh, jetzt hänge ich hier leider fest. Aber ich komme hier gar nicht mehr weg gerade. Da muss ich erstmal rückwärts fahren, genau. Also, wie gesagt, hier hat man halt keine Gegner dafür, die Zeit, die gegen einen läuft. Aber das geht eigentlich ganz gut, denn, wie gesagt, ich habe jetzt hier eine neue Abkürzung gefunden und die habe ich vorher noch nicht gekannt. Natürlich kann man die dann bei der nächsten Runde nehmen, weil man dann weiß, okay, hier geht's weiter. Aber, ja, man hat hier keine Gegner, die einen stören können und deswegen ist es eigentlich ganz okay. Und die Events machen schon gut Spaß. Also ich finde natürlich die Rennen noch ein bisschen besser, weil es einfach ein bisschen actionreicher ist. Aber ja, ich finde Chat-Sprint auf jeden Fall sehr cool und macht gut Spaß. Vor allem bin ich dann gespannt, wenn dann im Dezember der PvP-Modus kommt, inwiefern sich dieser Modus dann natürlich dann spielt gegen echte Spieler. Und ja, das wird auf jeden Fall eine coole Sache, wenn man dann den PvP-Modus hat. Ist natürlich schade, dass er nicht zu Release da war, aber ja, sie wollen eben einen richtig, richtig guten PvP-Modus machen und der dann richtig, richtig abgeht. Jetzt kommt er dann im September, glaube ich, kommt Gator Rush, der erste große DLC fürs Spiel, der natürlich für jeden kostenlos ist. Also es muss nichts bezahlt werden extra oder sonst irgendwie. Jeder bekommt diesen DLC und jeder kann den auch spielen. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und natürlich werde ich euch auch noch die anderen Disziplinen zeigen, die es im Spiel gibt. Ich finde, wie gesagt, Freestyle ganz cool. Bis auf Monster Truck finde ich wirklich fast jedes Event hier richtig, richtig gut. Und macht auf jeden Fall Spaß. Die Boote kann man auch designen. Man kann dann natürlich auch andere Designs dran machen und die dann verändern. Und ja, Freestyle ist eine coole Kategorie. Und Jet Sprint ist dort meine Lieblingskategorie. Dann Monster Truck und dann Aerobatics. Die Flugzeugsachen finde ich jetzt, wie gesagt, nicht so krass. Aber nichtsdestotrotz komme ich jetzt auch wieder zum Ende vom Video. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.